Hallo, ich grüße dich ganz herzlich. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag, guten Mittag. Wie geht's dir heute? So, nach der Challenge von gestern, von den letzten Tagen. Ich würde heute mal gerne mit dir darüber sprechen, wie du anfängst zu agieren, statt zu reagieren. Und im ersten Schritt natürlich auch gerne mal mit dir darüber sprechen, was meine ich denn überhaupt damit? Was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen agieren und reagieren? Und da würde ich mal gerne, um dir das bewusst zu machen, mit dir darüber sprechen, wie wir Menschen überhaupt ticken, wie wir funktionieren. Und solange uns das nicht bewusst ist als Basis, wie wir funktionieren, sind wir natürlich sehr, sehr gut manipulierbar. Und solange uns das auch alles nicht bewusst ist, haben wir so diese ganzen Schleier, die wir da über uns gelegt haben und gelegt haben, die andere über uns gelegt haben, wo wir es zugelassen haben, weil wir einfach ausgeliefert waren, zum Beispiel in der Kinderstube und solche Dinge. Und auch Dinge, die wir mitgebracht haben, bevor wir hier in diesem Körper auf der Bildfläche erschienen sind. Genau, lass uns da mal ganz kurz hinschauen. Und zwar, wenn wir so das Licht der Welt erblicken, du kannst dir das so vorstellen wie so eine Pyramide, dann bringen wir schon mal mit ganz viele fundamentale Glaubenssätze, die ganz tief in unserem Unbewussten vergraben sind. Das mögen Dinge sein aus früheren Leben, karmisch bedingt. Das mögen aber auch Dinge sein, die wir im Bauch von der Mama mitgekriegt haben. Hallo, liebe Andrea. Das mögen Dinge sein, die wir mitgekriegt haben, als wir noch im Bauch von der Mama waren, weil da haben wir sehr wohl mitbekommen, was im Außen abgeht. Ob die Mama sich riesig gefreut hat, dass der Nachwuchs jetzt kommt, oder ob sie Stress mit dem Papa hatte, oder ob sie vielleicht gar keine Kinder wollte, oder vielleicht auch. Das ist sehr, sehr, sehr oft der Fall. Ob ich nicht allein im Bauch von der Mama war, sondern ein Zwilling vielleicht bei mir war, der dann aber irgendwann sich entschieden hat, wieder zu gehen. Es ergibt sehr viele Hinweise für, dass viele Schwangerschaften als Zwillingsschwangerschaften erstmal beginnen. Und das sind alles so Dinge, die wir vorgeburtlich, ich nenne das so gerne, als fundamentale Glaubenssätze schon mal mitgebracht haben hierher. So, und ab dem Zeitpunkt, wo wir dann so das Licht der Welt erblicken, dann kommen weitere Glaubenssätze dazu, die wir einfach im Laufe der Jahre in der Kinderstube vom ersten Tag an in uns aufnehmen, in unser Unterbewusstsein. Vieles sackt ins Unbewusste ab und einiges bleibt einfach im Unterbewusstsein. Unterbewusstsein, das sind so die Dinge, wo wir dann selbst, auch wenn du dich ein bisschen mit beschäftigst, auch noch ganz gut rankommst. Die Dinge, die im Unbewussten absacken, das sind, ja, wie der Name es schon sagt, unbewusste Dinge. Da braucht es auch so nach meiner langjährigen Erfahrung Hilfe und Impulse von außen, um das wirklich auch zu lösen. Das ist bei mir so, das ist auch, bin ja auch nicht erleuchtet im Prinzip. Immer noch der Grund, warum auch ich immer noch Coaches an meiner Seite haben, Mentoren. Ich habe gerade heute Morgen in einem eigenen Programm einiges nochmal erkennen dürfen und lösen können. Und auch gestern fällt mir auch gerade ein, so aus der Ahnenfamilie noch. Das kannst du dir auch vorstellen, wie so eine Zwiebel, um an den Kern ranzukommen. Das sind immer Schalen, die abgetragen werden dürfen. Ja? Manchmal geht eine Schale ganz leicht ab, manchmal gehen zwei Schalen ganz leicht ab, manchmal ist eine Schale ein bisschen hartknäckiger, um sie abzutragen, bis man dann irgendwann an den Kern kommt. Und so eine Erkenntnis nach der nächsten hat, so eine Stufe nach der nächsten erklimmen darf. Okay? So, also erstmal fundamentale Glaubenssätze, vorgeburtlich. Dann Glaubenssätze ab dem Zeitpunkt, wo wir hier das Licht der Welt erblickt haben. Und dann kommt was ganz Entscheidendes noch dazu.
diese Prägungen, die wir dann einfach anlegen, niederteilen. Du kannst dir das so vorstellen wie beim Computer, dass der Computer funktioniert oder auch dein Handy funktioniert, dein Smartphone, dein iPhone, dein Tablet. Da gibt es ganz viele Dateien, die da im Hintergrund aktiv sind, dass das Handy funktioniert, wenn ich da eine gewisse Tastenkombination drücke, keine Ahnung, mit jemandem aus den USA sprechen kann. Ja? Da gibt es ja Programme, die da im Hintergrund laufen. Oder wenn du dir ein Video anguckst auf dem Handy oder Computer oder eine Word-Datei aufmachst. Ja? So. Und so kannst du dir das auch vorstellen mit uns Menschen. Das sind in unserem Unterbewusstsein und im Unbewussten ganz, ganz, ganz viele Dateien angelegt. Also ganz viele Prägungen und Muster angelegt in Form von Dateien. Jedes Mal, wenn wir eine Erfahrung machen, eine ganz, ganz neue Erfahrung, dann wird eine neue Datei angelegt. Jedes Mal, wenn wir ähnliche Erfahrungen machen, kannst du dir so vorstellen, öffnet sich die Datei, die dazu passt, wird zusätzlich beschriftet und schließt sich nochmal. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum wir Situationen im Leben haben, wo wir sagen, das passiert mir nie, nie, nie wieder. Und irgendwann passiert es dann doch wieder, weil die Datei nicht gelöscht ist oder unwirksam gemacht ist. Weil wir uns so lang, das ist wie auch, das kannst du auch so sehen wie so ein Virus auf dem Computer, solange der nicht platt gemacht ist, dieser Virus auf dem Computer, hallo liebe Birgit, solange dieser Virus auf dem Computer nicht platt gemacht ist, wird er immer in dieses Computerprogramm eingreifen. Und zwar meist dann, wenn man es gerade mal nicht gebrauchen kann. Ja? Und so ist das bei uns Menschen auch. Diese Dinge, die in unserem Unterbewusstsein und noch eine Etage tiefer im Unbewussten verankert sind, wie Dateien beim Computer, mit denen erschaffen wir uns einfach immer wieder Situationen im Leben, solange dieses Virusprogramm nicht platt ist, wo wir dann sagen, das will ich doch eigentlich gar nicht mehr. Das habe ich doch schon mal angeschaut, das will ich doch eigentlich gar nicht mehr. Und trotzdem finden wir uns wieder in den Situationen wieder. Das hat damit zu tun. Und jetzt kommen wir zu dem heutigen Thema. Wir reagieren. Wir reagieren aufgrund dieser Programme und Dateien. Das heißt, wenn wir bis jetzt noch diesen eigentlich halbwegs reinen Bewusstseinszustand hätten, wie wir es als kleine Kinder dann, bevor so viel über uns gelegt wurde, wenn wir so uns verhalten würden oder könnten, dann würden wir agieren, weil als kleine Kinder haben wir agiert, wir haben einfach nur gemacht. Wir waren in der Freude, wir wollten spielen, wir hatten Spaß, wir hielten alles für möglich. Es waren keine Programme und Dateien in dem Maße angelegt, wie sie jetzt angelegt sind, aufgrund unserer langjährigen Lebenserfahrung. Ich meine, als ich mich auf diesen Weg hier begeben hatte, da war ich ja auch, das ist ja jetzt 16 Jahre schon her, da war ich ja nun auch schon mal 40, schon über 40. Und entsprechend viele Dateien und Programme waren natürlich in meinem Unterbewusstsein und in meinem Unbewussten tief runtergerutscht, die mich immer und immer wieder haben reagieren lassen. Und so sind wir natürlich auch, wenn wir nicht mal hingehen und diese Programme, wie so, ich vergleiche es gleich gerne mit einem Virusprogramm, es trifft es einfach am besten, auch wenn es jetzt in die jetzige Zeit auch noch passt. Solange wir diese Programme nicht eliminieren, nichtig machen, unwirksam machen, wie auch immer du das nennen möchtest, solange werden sie uns immer wieder zum Reagieren bringen. Das ist auch im Prinzip das Gleiche wie die Masse auch jetzt gerade, kleinen Schwenk mal zu der jetzigen Situation.
wie die Masse jetzt auch manipuliert wird durch die Medien. Und da verhalten wir uns einfach auch wie so eine, sorry für den Ausdruck, aber wie so eine Kuh. Wie so eine Kuh, was meine ich damit? Wie so ein Wiederkäuer. Wir schauen uns morgens als erstes vielleicht die Nachrichten an oder hören die Nachrichten. Mittags gucken wir dann, keine Ahnung, wie das da alles heißt. Also ich persönlich gucke keine Nachrichten, lese auch keine Nachrichten und gucke auch keine Fernsehsendungen mit solchen Dingen. Nicht mehr, schon lange nicht mehr. Und wenn wir es auf die aktuelle Situation beziehen, dann schaukelt sich das ja so hoch. Und so werden dann ganz viele Programme in unserem Unterbewusstsein und in unserem Unbewussten angesprochen, wo wir vielleicht zu früheren Zeiten schon mal ähnliche Situationen hatten, vielleicht auch im früheren Leben oder was auch immer. Und die lähmen uns, die bringen uns zum Reagieren. Wir sind dann eigentlich nicht wir selbst. Also wir sind dann eigentlich nicht das wahre unendlich große Wesen Andrea, das wahre unendlich große Wesen Birgit. Ihr seid gerade die einzigen, die ich hier sehe, sind zwar mehr Zuschauer da, aber ihr seid gerade die einzigen, die ich hier namentlich nennen kann, als Beispiel für alle anderen. Danke, dass ihr euch da gerade zur Verfügung stellt. Das sind nicht wirklich wir selbst in unserem großen, wahren Wesen, in unserem wirklich reinen Bewusstseinszustand, sondern das sind wir, wenn ich jetzt mich nehme, bin ja auch nicht komplett frei von diesen ganzen Reaktionsmustern, bin ja auch nicht virenfrei, sonst wäre ich ja erleuchtet, ja. Ich habe nur gelernt, mit diesen Dingen anders umzugehen, sie schnell zu erkennen und auch schnell zu lösen. Manchmal geht es ganz schnell, manchmal dauert es auch mal ein paar Tage, bis ich es erkenne und wieder lösen darf. Das ist Übung, das ist Training, nichts anderes. Und das geht, da gibt es ganz wunderbare Möglichkeiten, sich das anzueignen. Mein Denker, mein Kopf, mein Verstand fragt mich, das beobachte ich gerade so die letzten Tage, sehr, sehr oft, hey, was hast du überhaupt für einen Grund, so sehr in der Freude, in der Leichtigkeit, im Spaß zu sein? Ja? Oder wenn ich so an gestern Abend denke, meine wunderbaren Akademikerinnen, wir hatten so viel Spaß gestern Abend, haben getanzt, haben erstmal Party gehabt und haben dann noch ein paar Programme gelöst und Dinge angeschaut. Also, wenn man weiß, wie, kann man sich auch jetzt so die Pippi Langstrumpf-Mentalität, wie ich es gerne nenne, aneignen. Und stell dir mal vor, wir würden jetzt alle eine Pippi Langstrumpf-Mentalität uns hier aneignen, unsere Welt so erschaffen, wie sie uns gefällt. Es ist ja alles eine Form von Energie. Stell dir mal vor, wir würden das alle da raustragen. Was würde das alles verändern? Was würde das alles verändern? So, jetzt sind wir wieder bei dem Reagieren und Agieren. Wenn wir das also mal uns bewusst machen, wie sehr wir aufgrund dieser Programme und Dateien im Unterbewusstsein und im Unbewussten uns steuern lassen und reagieren, statt aus dem Herzen raus zu agieren. Darauf wollte ich hinaus, was da jetzt draußen gerade geschieht. Wenn wir uns dessen nicht bewusst sind und die Masse ist sich dessen nicht bewusst, wie genau wir Menschen ticken, wie wir funktionieren, die hören dann Nachrichten, lesen Zeitungen, schauen Nachrichten, unterhalten sich mit dem Umfeld über nichts anderes als über dieses Thema, was da gerade draußen ist. Und Materie folgt immer dem Geist. Das heißt, die Masse ist auf dieser enormen Schwingung gerade, auf dieser Schwingungsebene, was da kreiert wird, aufgrund dessen gerade da draußen und agiert nicht. Jetzt stellen wir uns mal vor, jeder von uns würde sich erlauben, mal wieder in seine wahre Größe und Stärke zu kommen. Stell dir mal vor, du würdest dich jetzt oder könntest dich jetzt wirklich von diesen ganzen Programmen und Prägungen, die wie so ein Virus in unserem System drin sind, in unserem Zellbewusstsein, aus dem Unbewussten und aus dem Unterbewusstsein löschen, nichtig machen, zerstören,
umschreiben, wegschicken, was auch immer, sodass sie eben nichts mehr mit dir machen. Dann bist du in der Lage zu agieren, so wie es deinem wahren Wesen, deiner wahren Größe entspricht. So wie es der Andrea entspricht, der Birgit, der Nicole, der Evelyn und wer auch immer hier jetzt zuschaut, beim Live, den ich nicht sehen kann, oder beim Replay sich das eben anschaut. Dann kannst du agieren, statt zu reagieren. Dann kannst du auch weniger manipuliert werden, weil du das dann gleich merkst und dir deine eigene Wahrheit bildest, deine eigene Meinung bildest und nicht mitschwimmst mit der Masse. Ja? Macht das Sinn für dich? Kannst du damit was anfangen? Wo der Unterschied ist zwischen reagieren, also ins Handeln zu kommen, zu reden, zu sprechen, etwas zu tun, etwas zu machen oder auch nicht zu machen, sich von etwas anstecken zu lassen oder sich auch nicht davon anstecken zu lassen, was auch immer. Das hängt alles mit diesen Programmen im Unterbewusstsein und im Unbewussten, die wie Dateien beim Computer da abgespeichert sind, zusammen. Oder ob du agierst. Und im Übrigen, wenn du dir erlaubst zu agieren, statt zu reagieren und dich weitestmöglich so von diesem Kram mal löst und bereit bist, auch dich zu lösen und diese Dateien umzuschreiben, um es mal so auszudrücken in der Computersprache, dann haben auch Streit, Wut, Hass, Neid, Zorn, Sucht, Eifersucht, was auch immer, keine Chance. Weil wenn du agierst als großes, wunderbares Wesen, das du in deinem Kern ja bist, jetzt hier in deinem physischen Körper, dann kannst du auch niemand anderen da draußen verletzen. Dein Gegenüber kannst du nie verletzen, weil wir handeln aus zwei Dingen heraus immer. Entweder aus der Liebe heraus, der bedingungslosen Liebe. Aber meistens, weil wir die bedingungslosen Liebe ja hier im menschlichen Dasein kaum erfahren haben, handeln wir aus Ängsten heraus. Das heißt, die Angst zu kurz zu kommen, Wut, Hass, Neid, Zorn und. Sucht, Eifersucht. Das sind so die Dinge, die uns da ins Handeln bringen, etwas zu sagen, etwas zu tun, etwas zu machen, etwas zu beurteilen, etwas zu verurteilen. Und dann können wir natürlich auch verletzend wirken oder können auch verletzen. Wenn wir aber auf der Ebene der Liebe miteinander sprechen, Liebe kann nie verletzen. Und wenn du aus dieser Emotion der Liebe heraus agierst, aus deinem wahren Wesen heraus agierst, dann kannst du nichts und niemanden verletzen. Du kannst gleichzeitig zu dir stehen, zu deiner eigenen Wahrheit, zu deiner Einzigartigkeit, zu deiner Großartigkeit, zu dem, was du in deinem Kern eigentlich wirklich bist, zu dem, was du in deinem Kern eigentlich wirklich bist. Was würde das alles verändern? Für dich, für dein Umfeld, für deine familiäre Situation, für deine berufliche Situation, für deine Familie, für deine Kinder und darüber hinaus für die Welt da draußen. Wie wäre es, wenn jetzt der Zeitpunkt wirklich wäre, zu beginnen, zu agieren, statt zu reagieren, dass du dir dessen bewusst wirst, wie du bis eben noch funktioniert hast, reagiert hast aufgrund Programme, Prägungen, Dateien, Muster im Unbewussten und im Unterbewusstsein und du jetzt in eine andere Richtung gehst und die Bereitschaft hättest oder hast, das mal zu lösen und zu wandeln, Schritt für Schritt. Es geht nicht an einem Tag, denn je nachdem, welches Passalter du gerade hast,
sind ja viele Jahre, die du da an Dateien angesammelt hast. Aber es geht auch auf eine leichte Art und Weise, so wie das Universum dir die Botschaften schickt, dass du dich da in der Achtsamkeit auch übst und im Gewahrsein bist und das wahrnimmst und da auch ein einfaches Schritteprogramm zum Beispiel hast, wie du es lösen kannst. Das hat für mich alles verändert, als ich mich vor 16 Jahren auf diesen Weg begeben habe. Weil ich es einfach auch leid war oder auch Angst davor hatte, so alles wie so ein Berg. Ich war ja auch da recht tief im Schlamassel drin, im Drama drin, in verschiedenen Situationen. Das hat für mich wirklich alles verändert und so eine Leichtigkeit reingebracht, dass ich so wie das Universum mir die Lektionen, das Leben, mir die Lektionen geschickt hatte, ich wirklich die Dateien im Unterbewusstsein anschauen konnte, selbst lösen konnte. Das geht. Und was dann einfach noch tiefer gelegen hatte im Unbewussten, wo ich gespürt habe, da ist noch was, komme ich selbst nicht dran, da habe ich mir dann eben ja, Hilfe geholt, Unterstützung geholt von außen, von einer neutralen Energie, um es mal so auszudrücken, von Menschen, die schon dort waren oder auch sind, wo ich einfach hin wollte, wo ich gemerkt habe, okay, das gilt's jetzt, da ist irgendwas in mir. Das gilt es zu lösen. Und das ist das Wertvolle, wenn du dir das wirklich gönnst, dass du dir da jemanden an deine Seite holst, der dir da hilft. Ja, da gibt es wunderbare Möglichkeiten. Gut, dann haben wir heute mal ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, wie du anfängst zu agieren, statt weiterhin zu reagieren. Und das vielleicht auch gerade in der jetzigen Situation. Lasst uns ab sofort mehr agieren, statt zu reagieren. Denn das ist einer der riesengroßen Schlüssel, um endgültig raus aus Mangel und Orientierungslosigkeit zu kommen. Und dann sehen wir uns morgen nochmal. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, inwieweit ihr das hier geholfen hat. Und dann geht es morgen weiter, spätestens. Okay, bis dahin. Danke für dein Sein, danke für dein Dabeisein, für dein Interesse. Mach dir bitte immer wieder bewusst, was für eine großartige Persönlichkeit du in deinem Kern eigentlich bist. Und hör auf, dein Licht unter den Scheffel zu stellen, andere größer zu machen als du. Niemand ist größer und mächtiger als du. Absolut niemand. Und niemand kann auch Macht über dich haben, wenn du die Entscheidung triffst, es nicht zuzulassen. Du selbst bist mit dir selbst die mächtigste Person in deinem Leben. Okay? Tschüss.